Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem heutigen Kurs. Dann, wir trainieren einfach mal ganz Körper und dann wünsche ich uns viel Spaß. DJ, bitte Musik an. Okay, gut. Ja, ganz bisschen lauter machen. So, einfach kurz marschieren auf die Schnelle. Schau, gut. Wir nehmen die Arme hier vorne vor uns und ziehen einfach die Knie hoch. Versucht mit dem Oberkörper gerade zu bleiben. Nur die Knie hoch und ziehen. Hoch, hoch, hoch. Brustkopf aufrichter, gerne schön nach oben und zieh. Versuch nur die Beine anzuheben, gar nicht mit dem Oberkörper mitzugehen, sondern wirklich nur die Knie nach oben ziehen. Und zieh. Dann beide Zehenspitze leicht anziehen, soweit es geht, Knie hoch und zieh. Hoch. Gerne. Gut so. Zieh. Immer noch eine Minute. Schön nach oben, Oberkörper gerade, spann euren Bauch an, heb den Brustkorb an, versuch nur die Beine anzuheben und zieh und fall, hoch, genau, weiter, noch vier, noch drei, noch zwei, einmal mehr, okay, lecker, geht zur Seite, zieh die Ferse zu und nimm die Arme mit, hopp, und zieh, schön weit nach hinten, mach einen großen Schritt, und zieh, schön die Arme nach hinten, Ferse so weit es geht zum Kopf und weiter. Zieh. Gut so. Hopp. Ein bisschen mehr und weiter. Zieh die Ferse zum Kopf. Ich nehme deinen Oberkörper ein bisschen auf. Spann deinen Bauch und heb den Brustkorb an. Noch 8, 6. Noch 4. Achtung, wir ziehen wieder Knie vorne hoch. Schau zu. Hoch. Drehen uns dabei mit dem Oberkörper. Hier. Zum Bein. Arm immer einzeln, diagonal zum anderen. Ellenbogenknie. Und ziehen. Und auch hier, versuch den Oberkörper aufgerichtet zu halten. Geh nicht so arg in den Rundrücken. Und ziehen. Hopp. Ellenbogen Richtung Knie bewegen. Jawohl, Brustkorb anheben. Schieb. Gut. Noch 8 mehr. 8, 7. Gut. Alle letzte. 4, 3, 2. Einmal mehr. Okay, gut. Geh nach vorne. Mach einen Ausfallschritt. Erst Schritt vor. Dann gehen die Kniebeuge. Dann bring kurz die Arme nach vorne. Geh mit dem Oberkörper kurz zurück. Bisschen halten. Und wieder an die andere Seite. Schritt vor. Kniebeuge. Schiebe hier den Oberkörper leicht nach hinten. Und geh wieder zurück. Nochmal die andere Seite. Schritt vor. Kniebeuge, Arme hoch. Und komm mit dem Oberkörper leicht nach hinten. Schau nach oben. Und komm wieder zurück. Andere Seite. Schritt vor. Kniebeugen, Arme hoch. Oberkörper leicht nach hinten. Streck die Finger lang. Und zur Mitte. Bein zurück. Geh noch einmal zu jeder Seite. Schritt vor. Kniebeuge, Arme hoch. Und komm mit dem Oberkörper nach hinten. Versuch den Knie gar nicht anzuspannen, sondern hier wirklich schrecklich lang. Komm mit den Arm vor. Schritt zurück. Letztes Mal die andere Seite. Die Beuge. Arme hoch. Und wieder leicht zu gehen. Einfach den Hüftbeuger ein bisschen zu gehen. Und Arme wieder vorne tief. Und Schritt zurück. Gut. Dann bleiben wir in den Ausfallschritten. Wir machen Lunges. Und zwar gehen wir einmal zurück. Und dann gehen wir in den Squat. Einmal zurück. Und in den Squat. Und wieder zurück. Und wieder in die Kniebeuge. Und wieder zurück. Ich nehme gern die Arme immer mit, ja. So versuche ich, dass ich doch ein bisschen mehr mit dem Oberkörper aufgerichtet bleibe. Und zurück. Und wieder vorne tief. Noch dreimal. Und wieder tief. Jawohl, zweimal lock, zurück, Standbein vorne, immer darauf achten, dass sie das Knie mal leicht nach außen drückt. Okay, ich wechsle die Seite, andere Seite. Geh zurück, geh in die Kniebeuge. Und wieder zurück, geh in die Kniebeuge. Jawohl, und wieder zurück. Du kannst die Kniebeuge auch weitermachen, ja, so, dass es für dich sich gut anfühlt.
sauber arbeiten. Schau, dass beide Knie gleichzeitig belastet werden bei den Kniebeugen, dass du dein Gewicht nicht zu arg auf eine Seite bringst. Noch drei. Und zur Seite. Noch zwei. Und Seite. Und noch einmal. Und zur Seite. Gut. Nächster Schritt. Jumping Squat. Gehen einmal hoch. Gehen zweimal hier in die Bewegung. Hoch. Zweimal in den Squat. Tief. Tief. Hoch. Kleine kurze Bewegung unten. Arme mitnehmen. Und vier noch. Kurze Bewegung. Drei. Zwei. Und noch einmal. Okay. Wieder in den Ausfallschritt, genau das gleiche Übung wie vorher. Wir gehen Schritt zurück und zur Seite. Und wieder Schritt zurück und zur Seite. Jawohl. Und weiter. Schritt zurück und zur Seite. Vier machen wir noch. Weiter geht's. Geh einen kleinen Schritt zurück. Verlage das Gewicht schön auf das vordere Bein. Zwei mehr. Einmal noch. Und zur Seite. Rechts in die Seite. Geh zurück. Squats in die Seite. Schieb dich mit dem Po zurück. Nach hinten. Und wieder Schritt zur Seite. Zurück. Und Schritt zur Seite. Jawohl. Vier mehr. Und Seite. Schritt zurück. Noch drei. Schön sauber arbeiten. Immer langsamer. Und zur Seite. Ein letztes Mal. Und zur Seite. Gut. Jumping. Doppelsquats-Federn. Arme mitnehmen. Los geht's. Zwei kurze. Zwei kurze. Hoch. Kurz. Kurz. Nochmal. Kurz. Weiter geht's. Kurz. Jawohl. Zwei kurze. Gut, die gehen nochmal. Die letzte. Hoch. Dreh die Knie leicht nach außen. Und tief. Weiter. Vier haben wir noch. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal. Und kurz wieder. Schüttel ganz kurz die Beine aus. Okay, dann gehen wir noch einmal in den Ausfallschritt. Aber diesmal bewegen wir uns zur Seite. Das heißt, gehen Seite und wechseln. Seite. Gleich aufstehen und zur anderen Seite wieder gehen. Und Seite. Und Seite. Einfach den Po aus der Seite. Schaut, dass das Knie leicht nach außen gedrückt wird und schön hinten überkreuzt. Gut. Jawohl. Noch acht mehr. Acht. Sieben. Sechs. Versuch, so weit es geht, mit dem Oberkörper aufgerichtet zu bleiben. Und die letzten vier. Vier noch. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Okay. Gut. Okay, schüttel die Beine kurz aus. Dann sind wir hier oben soweit fertig. Und den Rest gehen wir runter auf die Boden. Kommt zwar nachher nochmal hoch, aber jetzt gehen wir erstmal für die Beine. Ihr legt euch auf die Seite. Schaut, dass ihr hier die Knie einfach so leicht anwinkelt, so dass es für euch sich bequem anfühlt, den unteren Arm zu positionieren, dass es nicht das ganze Gewicht auf die Schultern ist. Ja?
So, schau zu. Wir sind erst hier unten und das obere Bein ist so aufgestellt. Schau, ihr schiebt euch hoch und versucht dabei, das obere Bein schön zu öffnen. Drückt euch hier seitlich schön nach oben und anheben und wieder senken. Anheben, Bauchspannung, Brustkorb schön aufrichten und wieder tief. Vier mehr. Drei. Zwei. Und noch einmal. Kurz oben halten, halten. Zieh das Bein so weit es geht, aufgerichtet. Komm langsam tief und geh noch einmal in die Übung rein. Acht. Tief. Sieben. Sechs. Absinken. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einmal noch. Bleib kurz oben. Kurz halten. Halten, halten, halten. Merkt euch die Seite, den Bauch und wieder tief. Gut. Wechsel die Seite. Rollt euch auf die andere Seite. Füße anwinkeln. Auch hier wieder auf den unteren Arm. Schöne, bequeme Position. Und auch hier probiert mal aus, so passt, gut ausgerichtet ist. Und das ist das obere Bein schön sauber auf den unteren liegt. Und los geht's. Schiebt euch hoch. Öffnen. Und wieder tief. Wir können aber euch hier auch abstützen, ja? Ansonsten legt ihr den Arm hier auf die Hüfte. Auf. Und wieder zu. Schön mit dem Becken tief gehen. Ablegen. Und wieder anziehen. Ablegen. Tief. Und hoch. Und schön weit, soweit es geht, das Bein öffnen und wieder schließen. Zweimal noch. Jetzt beim nächsten Mal bleiben wir kurz oben, öffnen, Brustkorb anheben, nicht das Gewicht zu viel auf die Schultern, ab und wieder senken. Nochmal, dieselbe Übung. Schiebt euch hoch und geht langsam wieder tief, schön mit dem Becken runter. Arbeitet hier, indem ihr euch mit der Hüfte schön weit hochschiebt, ja? Und hier seitlich den Bauch schön mitnimmt. Und anheben. Und wieder sinken. Anheben. Und wieder sinken. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Die letzten. Das geht's. Cool. Und ab. Drei noch. Zwei noch. Einmal mehr. Wir bleiben wieder oben. Kurz halten. Langsam wieder nach unten. Abrollen. Okay, komm auf die Knie. Streck das Bein kurz nach hinten aus. Schüttel die Beine kurz aus. Gut, dann kommen wir hier auf die Handflächen. Dann drückt ihr die Handflächen richtig fest in den Boden. Stell die Beine auf. Kurz kommt wieder aufrichten, Bauch-Po-Spannung. Und jetzt ziehen wir hier die Knie nach vorne Richtung Ellenbogen. Ziehen. Ziehen. Schön langsam arbeiten. Vor, zurück, vor, zurück. Hop, 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 und weiter. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Einmal noch, eins. Gut, wir gehen gleich weiter, machen zwei Übungen zusammen. In den Liegestütz. Ihr könnt den Liegestütz gestreckt machen. Ich gehe runter auf die Knie, Hand wieder ganz fest positionieren, Beine zurückschauen. Ihr geht gar nicht ganz runter. Ja? Versucht jetzt mal die Liegestütze mehr aus dem Bauch zu arbeiten. Das heißt, ich gehe gar nicht runter, ziehe meinen Bauchnabel ran und drücke mich wieder hoch. Tief. Und wieder hoch. Nicht ganz runter gehen. Arbeitet mehr aus dem Bauch raus. Und weiter. Noch vier. Drückt ihn hoch. Noch drei. Letzte zwei noch. Schieb die hoch. Merk letztes Mal. Und wieder hochziehen. Kurze Pause. Streck die lang. Und roll dich wieder hoch. Gut. Wir machen nochmal die beiden Übungen zusammen. Also wichtig ist, dass ihr eure Handfläche richtig fest in den Boden drückt. Ja. Brustkorb anheben. Schulterblätter zusammen. Und zieh die Knie wieder nach vorne Richtung Ellenbogen. Langsam arbeiten. Bauch mitnehmen. Und ziehen. Und ziehen. Schön nach vorne. Vor. Wechseln.
So. Genau, schön weit nach außen bewegen. Ha, vor, zurück, vor. Genau, vier noch. Drei mehr. Schön sauber, letzte zwei. Ha. Und noch einmal. Gut. Geh mit den Knien tief. Geh weiter zum Liegestützen. Und wieder. Geh nicht so weit runter. Bauchspannung. Und Rücken wieder hoch. Zieh den Bauchnabel richtig ein. Und hoch. Tief. Und hochziehen. Und tief. Und hochziehen. Letzte vier. Schön langsam an. Hoch. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Gut. Schieb dich zurück. Streck die Arme lang. Gib den Po Richtung her. Und roll dich langsam wieder nach oben auf. So. Wir gehen wieder hoch. Stehen wieder auf. Stellen ganz kurz die Beine und machen den Bauch in Stehen. Das heißt, bring die Arme hier vorne hoch, drück einfach die Handlänge gegen die Faust und mach einen Twister. Dreh mit dem Oberkörper. Schieb die Ellbogen, soweit es geht, zur Seite. Knie sind leicht gebeugt. Ah, sieben. 6, 5, 4, 3, 2 und noch einmal. Gut, jetzt nehmen wir die Arme über den Kopf, ja? Schau, dass sie schön über den Kopf bleiben, nicht so weit hier vorne. Du kannst schon den Finger zusammennehmen und dann arbeiten wir seitlich mit dem Oberkörper tief. Arme Seite. Zieh, 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 schön langsam arbeiten. 4, 3, 2, einmal noch, wechseln die Seite und immer wieder die Arme korrigieren, hoch, dann ziehen, hopp, hopp, vier mehr, drei, zwei, einmal noch, wechseln zur anderen Seite und ziehen, langsam, hopp, weiter, hopp. Noch zwei. Einmal mehr. Wechseln die andere Seite. Hoch. Tief. Schön langsam bewegen. Ha. Die Arme immer wieder über den Kopf. Vier noch. Drei noch. Zwei. Einmal noch. Zieh die Arme vom Brust. Handlänge. Getwistet. Und dann machen wir ein bisschen schneller. Schieb die Ellenbogen zur Seite. Drück dich richtig fest. Ha. Die Beine genau. Die andere Richtung. Die Arme. Weiter. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einmal mehr. Okay. Nimm die Arme hinter den Kopf. Einigung noch im Stehen. Wir arbeiten diagonal. Zieh. Zieh. Versuch, mit dem Oberkörper Richtung deine Knie zu drehen. Bleib mit den Armen hinter den Kopf. Schieb den einen Ellenbogen schön nach hinten. Zieh, zieh. Hopp, hopp. Und weiter. Und zieh. Noch acht. Sieben. Sechs. 5, 4, 3, 2, und noch einmal. Okay, lauf ganz kurz auf die Stelle. Zieh ein bisschen die Knie zu dir hoch. Die Arme hier vorne. Okay, noch einmal. Arme hinter den Kopf. Zieh, zieh. Schön ein bisschen langsamer, nicht so schnell. 2, 3, 4. Schön zum Knie ziehen. Zieh. So, die letzten. Acht noch.
7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch. Okay, wieder Knie hoch. Ganz leicht auf der Stelle hocken. Okay, gut. Ganz zum Schluss gehen wir runter und machen voll fertig alles auf den Boden. So, legt euch auf den Rücken, Kopf ablegen, nehmt die Arme seitlich neben euch. So, schaut, dass ihr die Füße, so dass sie einfach unter den Knien sind. Dann heben wir einfach Becken anheben, rollt euch schön hoch, bis auf die Schulterblätter und wieder tief. Anheben und senken. Anheben und senken. Schöne Bauchnabel einziehen und wieder hoch und tief. Langsam arbeiten. Hoch und tief. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal mehr. Gut, jetzt nehmen wir einfach mal das rechte Bein nach oben. Machen die Übung genau gleich wie jetzt. Bloß, dass wir ein Bein nach oben anheben. Schieben. Und wieder tief. Und tief. Drei noch. Zwei. Einmal mehr. Und jetzt kurze Bewegung nach oben. Kurz. Kurz. Bleib oben. Kleine. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Bleib auf demselben Bein. Jetzt legt einfach das Bein ab, drückt das Knie leicht nach außen, macht die gleiche Übung. Schiebe hoch, beim Hochschieben, schau, dass du hier das rechte Bein, das Knie so leicht nach außen drückst, dass dein Becken aber schön gerade bleibt. Und weiter. Anheben. Und senken. Immer beim Anheben, Knie leicht nach außen drücken. Hoch. Tief. Vier mehr. Drei, zwei, einmal noch, bleib kurz oben, halte kurz und langsam wieder zurück. Roll dich kurz ab, schüttel ganz kurz die Beine aus und dann gehen wir wieder weiter. Heb dich hoch und tief, hoch und tief. Schiebe den Becken schön nach oben, zieh den Bauchnabel an. Anheben und senken, hoch und tief, hoch. Schön nach oben, bis auf die Schulterblätter hochziehen und wieder langsam nach unten abrollen. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal mehr. Und jetzt gehen wir mit den anderen Beinen nach oben. Und Zehenspitze strecken. Und heben. Und hoch. Und also nicht die Zehenspitze anziehen, sondern mehr nach oben strecken. Und langsam wieder abrollen. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal mehr. Bleib oben. Hier eine kurze. Kurz. Kurz. Kleine kurze Bewegung nach oben. Ganz klein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Leg das Bein auf den Standbein ab. Und geh wieder tief. Wieder Bein anheben. Drück das Knie nach außen. Und tief. Ganz leicht. Die Zehenspitze anziehen. Komm. Heb und senk. Heb und senk. Hier schöne Bauchnabel nach innen ziehen. Und weiter. Hoch. Tief. Hoch. Die letzte. Vier. Drei. Einmal noch. Bleib oben. Kurz halten. Drück das Knie nach oben. Zieh deine Zehenspitze ganz leicht an. Bleib auf den Schulterblatt. Und roll dich langsam tief. Okay. Bein ablegen. Ganz kurz die Beine ausschütteln. Okay. Nehmen wir mal beide Füße nach oben. Winkel die Beine kurz an. Wir bewegen hier. Erstmal nur mit der Ferse arbeiten. Schieb die Ferse nach unten, Richtung Boden. Du kannst dich hier abstützen. Blick nach oben, schau, dass das Kind nicht so arg Richtung Brustkopf ran. Und tief, hoch, tief, tief. Zehenspitze leicht anziehen. Nur mit der Ferse ab. Tief,
Musik. Nochmal. Einmal mehr. Streck die Beine. Leg dich ab. Arbeite mit den Beinen Richtung Boden. Ziehen, strecken. Mal wieder anziehen. Immer dieselbe Seite. Anziehen. Strecken. Anziehen. Anziehen. Noch vier. Ranziehen. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal. Legs an die Seite. Tief. Und tief. Und schaff wieder hier mit dem Bauch dagegen. Vier mehr. Anziehen. Drei. Zwei. Einmal mehr. Jetzt versuchen wir mal das Ganze im Backstand. Wir ziehen die Zehenspitze. Anziehen. Und strecken. Anziehen. Und strecken. Anziehen. Strecken. Anziehen. Genau, so immer beim Tief gehen. Zehenspitze strecken. Und beim Hochkommen wieder anziehen. Und los geht's. Tief. Hochziehen. Tief. Ha. Atmen nicht vergessen. Die letzten. Acht noch auf jede Seite. Und drei. Zieh nach vorne. Komm hoch. Vier noch. Und die letzte. Drei. Zwei. Einmal noch zu jeder Seite. Und letztes Mal. Arme zur Seite, Füße anwinkeln. Rotation. Roll dich leicht zu einer Seite. Oberkörper zur anderen Seite. Komm zur Mitte zurück. Seite wechseln. Und wieder zur Mitte zurück. Wechseln. Zur Mitte zurück. Andersrum. Und zur Mitte. Noch zweimal zu jeder Seite. Sit. Einmal noch pro Seite. Good. Okay, stell die Beine auf. Bleib jetzt hier. Jetzt immer deine Fersen so weit, dass du mit den Fingerkuppen die Fersen berührst. Lass die Arme auf den Boden. Und jetzt schieb dich einfach hier nach oben. Ganz weit hoch, bis auf die Schulter. Ganz fest nach oben drücken, Bauchnabel einziehen, nimm die Arme unter dem Po zusammen, drück die Handflächen zusammen und schieb dich ganz weit hoch Richtung deine Schulter. Bleib so, halten, zieh dein Kinn Richtung Brustkorb ran, bleib schön oben, halten, halten, halten. Jetzt löst die Arme, leg sie ab, Zehenspitze anheben. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück in Richtung Boden. Füße bleiben aufgestellt. Nimm die Arme nach hinten. Und jetzt kipp den Becken leicht, sodass der untere Rücken in Richtung Boden geht. Streck die Arme lang. Und jetzt beuge die Arme und versuch deine Schulterblätter schön am Boden entlang zu schleifen. Beugen. Und wieder lang strecken. Beugen. Und zieh die Ellenbogen wirklich nur bis zu deinen Schultern. Und wieder hoch. Versuch die Hände ganz dicht am Boden zu lassen. Lang ziehen. Und ziehen. Und lang strecken. Hier, wenn du die Arme beugst, dann schiebst du schön deine Schulterblätter auseinander. Und ziehen. Und wieder lang. Noch vier. Und wieder lang. Noch drei. Versuch mal wirklich wahrzunehmen, was unten so in deinen Schulterblättern passiert. Und jetzt versuch die Arme hier zu halten, ja? Versuch den Brustkorb schön weit zu öffnen. Und die unteren Rücken ganz fest in den Boden drücken. Gleichzeitig aber auch deine Schulterblätter. Atme ruhig ein und aus. Halte. Und das Ganze wieder lösen. Becken kurz lösen, den unteren Rücken kurz vom Boden lösen. Und dann noch einmal. Die Arme wieder lang strecken und wieder beugen. Geh mit dem unteren Rücken Richtung Boden und streck dich wieder lang. Und wieder lang ziehen. Und wieder lang strecken. Und wieder beugen. Und wieder lang ziehen. Und ziehen. Vier mehr. Wieder lang. Drei mehr.
wieder lang. Können wir halten, nochmal ganz kurz halten, halten, halten. Drück wieder den unteren Rücken. Bleib mit den Händen ganz dicht am Boden. Und fest. Und das Ganze wieder lösen. Beine, Arme kurz strecken. Lang die Zehenspitze lang, die Arme lang. Dann bring die Arme wieder zur Seite. Zieh ein Bein zu dir ran und roll dich langsam wieder nach oben auf. So, wir gehen zum Schneidesitz ganz kurz. Und dann zieh die Beine zu dir ran und versuch jetzt einfach nochmal kurz die Beine Richtung Boden zu drücken. Richte dich ganz kurz auf. Atme ruhig ein und aus. So, und dann sind wir schon am Ende. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.